Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Syberia. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass wir noch Zahnräder brauchen. Also beziehungsweise wir haben zumindest den Hinweis durch diese Einkerbungen, dass wir wahrscheinlich 5 Zahnräder brauchen. Und ich meine, wir haben jetzt 3. Ins Inventar kommt man doch bestimmt auch irgendwie rein. Ah, da. Okay, es sieht aus, als hätten wir schon 4 Zahnräder, sprich uns fehlt nur noch ein einziges. Und dann müsste man gucken, eventuell könnten uns die Zahnräder helfen natürlich. Beim Einbrechen, wollte ich gerade sagen. Beim Öffnen dieser Haustür, wo wir beim letzten Mal waren. Aber kann auch sein, dass die für was ganz anderes sind, weil da fehlt uns ja auch irgendwie ein Teil. Und ja. Ich bin gespannt. Aber ansonsten, hier ist irgendwie sonst soweit nichts, oder? Also ich sehe hier zumindest gerade nichts. Nee. Kann man denn da unten eventuell was mit den Einkerbungen machen? Ja, da ist auch nichts. Ich dachte gerade, aber ich glaube, das ist nur ein kleiner Fleck bei mir auf dem Monitor. Schauen wir mal. Ob wir da irgendwie was mit den Einkerbungen machen können, aber wahrscheinlich nicht. Hier ist wohl auch nichts mehr, ne? Hier hinten vielleicht noch irgendwo was, was wir noch nicht gesehen haben, was wir übersehen haben. Nee. Geh mal. Nee, da kann ich grundsätzlich nichts machen. Okay. Dann wäre es das an der Stelle. Wobei ich könnte mir mal eben kurz noch einmal mit, falls ich gleich mal irgendwas anfangen kann, einprägen, wie die Zahnräder angeordnet sind. Oder versuchen einzuprägen, besser gesagt. Okay. Ach, hier ist noch irgendwas? Auch super, noch mehr lesen. Aber okay, das lese ich jetzt vor tatsächlich. Welthauptstadt der mechanischen Spielzeuge. Entdecken Sie die kleine Alpenstadt Valle di Lene, ihre wunderbare landschaftlichen Rahmen und die jahrhundertealte Tradition der Manufaktur. Vorarlberg, spezialisiert auf die Herstellung von Automaten und mechanischem Spielzeug. Der Valle di Lene noch heute seinen Weltruf verdankt. Okay, ich frage mich, gibt es die Stadt wirklich? Ich glaube nicht, ne? Seit über 800 Jahren hat sich die Familie Vorarlberg diesen ganz speziellen Zweck der Uhrmacherkunst verschrieben, der durch komplexe Mechanismen und Räderwerke die Objekte zum Leben erwachen lässt. Mit Tradition und Kunstfertigkeit brachten sie es in diesem Handwerk zu ungekannter Perfektion. Gott, okay. Heute ist echt nicht mein Tag, ich merke das schon. Der erstaunlichen und der wundersamen Kreation faszinieren nicht nur Kinder, Besucher verschiedener Altersgruppen reisen aus ganz Europa herbei, um eins der wunderbaren Spielzeuge zu erwerben. Technische Perfektion. Das Herzstück eines Automaten ist sein Motor. Ein automatischer Mechanismus bewegt über Zahnräder eine Reihe von Achsen. Auf diesen Achsen sitzen die Nocken wiederum in deren Form die Bewegung eingeschrieben sind, steuern ein komplexes System von Stangen und ihre Ende, was? Stangen, die an ihrem Ende die Gesten auslösen. Okay. Na gut, eigentlich prinzipiell recht simpel, aber sich da reinzudenken ist wahrscheinlich eine ganze Ecke komplizierter. Nee, da können wir mit ihm quatschen. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Ja, haben wir vielleicht. Nee, ich werde mich mal ein wenig in Valle di Lene umsehen. Ja, bis später. Ich mal ein wenig ganz um. Wie Sie wünschen. Ja. Okay, da kriegen wir gerade keine neue Option. Uns fehlt halt noch ein Zahnrad, ne? Oh,
Oder haben wir, nee, wir haben jetzt weiterhin nur vier. Wir haben halt bloß noch einen weiteren Zettel dazu gekriegt. Hier ist halt auch nichts mehr weiter, ne? Nee. Und hier kann ich halt auch nicht hingehen, obwohl das eigentlich so ein bisschen repräsentativ ist, irgendwie da hinzugehen, weil da so eine Tür ist. Kann ich hier hinten noch irgendwo? Nee, ne? Hier geht's nirgendwo mehr hin. Das bringt doch, ja, aber das ist abgeschlossen, da. Er sagt ja schon, das bringt nichts. Da ist dann scheinbar Map-Ende. Okay, schauen wir mal. Vielleicht können wir mit vier Zahnrädern ja in irgendeiner Form schon mal was anfangen. Aber ich glaube, wir müssten echt irgendwie noch ein fünftes finden. Ansonsten führt das hier alle zu nichts. Ich weiß aber dann echt nicht, wo ich das fünfte Diese herkriegen Tür ist verriegelt, will. Aber ich muss da rein. Ja, das ist schön. Nicht. Das Teil hier klemmt. Nee, du sollst da schon dran gehen. Diese Tür ist. Ja, das ist schön. Nee. Kann ich hier irgendwie sowas. Das funktioniert. Okay. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja. Kann ich das Teil nicht da irgendwie. Nee, Telefon kann. Okay. Dann hauen wir hier erstmal ab. Das bringt ja irgendwie. Führt ja hier zu nichts. Ja. Rufen wir mal unsere Mutter an. Die macht sie bestimmt auch so. Tut mir leid, aber mein Telefon ist abgestellt, da ich gerade im Bridge Club bin. Bis bald. Okay. Die können wir scheinbar nicht anrufen. Rufen wir den mal an. Hier ist der automatische Anrufbeantworter. Leck mich doch. Hier ist der Anrufbeantworter. Mann, ne? Was ist denn da los? Keiner geht ans Telefon hier. Okay, gut, telefonieren müssen wir scheinbar auch nicht. Frag mich halt echt, ob ich irgendwie irgendwas übersehen habe. Nee, da gibt's nichts. Guten Tag. Möchten Sie sich wirklich nicht zu mir setzen? Leider habe ich wirklich gar keine Zeit. Ach, wie schade. Okay. Dann wüsste ich gerade echt absolut den Gasthof verlassen oder das Haus der des Notars finden. Also ich habe irgendwie gerade noch so, ich zweifle gerade so ein bisschen daran, ob ich nicht irgendwie doch irgendwie noch weiterkommen kann oder hier diese Tür nehmen kann. Dass da irgendwie eine Möglichkeit gibt, da noch. Nee. Es gibt keine Möglichkeit. Da muss ich rein, das wurde mir gesagt. Und da fehlt irgendwas und da klemmt irgendwas. Also, wenn da irgendwas fehlt, müsst ihr ja theoretisch noch Teile oder ein Teil zumindest finden. Und klemmende Sachen würde ich prinzipiell erstmal versuchen mit Öl zu bearbeiten, aber. Ah ja. Schöne Bank. Denn sonst noch vielleicht irgendwas im Gasthof, was ich noch nicht gesehen habe? Diese Tür ist ver. Ja, und du musst da rein. Haben wir schon gedacht. Das Teil hier klemmt. Ja, das Teil klemmt. Das funktioniert nicht. Okay. Da fehlt uns halt wirklich irgendwie noch was. Das Einzige, was wir machen können, ist diesen komischen Kopf da rauf und runter. Dim.
laufe halt gerade irgendwie nur so von links nach rechts, ne? Das ist auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Aber ich habe irgendwie dieses ganz seltsame Gefühl, dass ich irgendwo irgendwas noch vergessen habe. Durchsuchen, zurück, bestätigen. Ja. Was ist das denn hier überhaupt? Ist wahrscheinlich irgendwie eine Schüssel einfach nur, die hier rumliegt, ne? Ha. Ich bin es noch einmal. Fräulein. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich hier in Valladolid einen Notar namens Affolter finden kann? Wir haben hier nur einen Notar und sein Haus ist unverkennbar. Sie werden es problemlos finden. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich... Wir haben hier... Ich fürchte, ich werde Ihre... Verlassen? Nein, nein. Ach. Nicht weiter schlimm. Ich werde mich mal ein wenig in Valladolid umsehen. Bis später. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. Das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht, ne? Oder wurde dadurch jetzt irgendwas getriggert und ich kann jetzt... ich muss halt irgendwie echt in dieses Haus rein, ne? Und da fehlt mir halt einfach ein Teil für noch. Also wenigstens. Kann ich irgendwas im Inventar eventuell kombinieren? Funktioniert das? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich kann halt nur bestätigen und das war's. Nee. Nee, anrufen kann ich jetzt auch gerade niemanden. Wobei, ich könnte es halt nochmal bei meinem hier im Büro vor versuchen. Aber ich glaube, da geht auch keine Sau dran. Anwaltskanzlei, Marsden & Lomond. Alle unsere Leitungen sind zurzeit belegt. Ja, das ist was, habe ich befürchtet. Ja, gut. Also irgendwas fehlt uns halt echt noch. Aber, also ich gehe halt stark von einem Zahnrad aus, aber ich finde es halt gerade echt nicht. Das muss doch irgendwo noch rumliegen hier. Oder gibt's irgendwie noch eine Seitenstraße, die ich völlig übersehen habe? Gehen wir hier nochmal nach oben. Nicht hier auf der Bank irgendwas? Nee. Das bringt nichts. Es ist... Ich möchte lieber erst zurückkommen, wenn das Begräbnis stattgefunden hat. Ja. Aber ansonsten kann ich halt auch gerade hier echt nirgendwo hingehen, ne? Nee, hier gibt's nichts. Was habe ich denn noch nicht abgesucht oder nachgeguckt oder sonst was? Sagen, ein Rätsel lösen muss ich auch erstmal wieder reinkommen. Das ist das letzte Spiel, das ich gespielt habe, war Edna bricht aus. Also, das letzte Click and Point Adventure. Würde ich gerne Let's Playen, aber jetzt im Moment kenne ich halt die Rätsel noch alle, also zum Großteil. Und da macht es halt irgendwie gar keinen Spaß. Es ist nicht so im Sinne des Erfinders. Das Haus habe ich doch bestimmt schon lange gefunden. Das ist doch bestimmt das da vorne, wo ich dieses blöde Rätsel lösen muss, oder? Oder geht's irgendwie doch noch vielleicht hier weiter, aber nee. Das funktioniert ja alles nicht. Führt doch halt zu nichts. Fax 1, Fax 2. Umwelt. In aller Stille verstarb gestern bei
sich zu Hause, Anna Vollerberg im Alter von 86 Jahren. Die große Dame hat im Leben in den Dienst ihrer, hatte ihr Leben in den Dienst ihrer Unternehmens und unserer Gemeinde gestellt. Wir alle wissen, mit wie viel Energie sie die Entwicklung ihrer Automaten vorangetrieben hat. Vorantrieb, die noch heute der Stolz unseres Tals sind. Doch wir kennen sie auch als eine Frau mit Herz, darin handelnd von Großzügigkeit und Güte geprägt war. Also kann es nun im Sinne aller sein, dass der Bürgermeister dieses Tals zum Kommunaltrauertag erklärte. So. Die Totenmesse wird heute um 10 Uhr. Der Tod von Anna Vollberg gab es mehr eine Epoche zu Ende. Die außergewöhnliche Frau, die über 50 Jahre die Manufaktur Vollerberg leitete, hinterließ eine große Leere, die umso schmerzhafter ist, da es aussieht, als wäre ihr Tod auch gleichzeitig der ihrer Automatenmanufaktur, die seit langem im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivität unserer Kleinstadt steht. In die Trauer was Vollerberg mischte sich so die Sorge um die Zukunft unseres Tals. In einer Konsumgesellschaft, in der Unterhaltungselektronik, Informatik und Videospiele einen immer größeren Platz einnehmen, kann sich das traditionelle mechanische Spielzeug nur schwer behaupten. Diese Technik wird heute allgemein als unrentabel zu den Akten gelegt. Alleine die Manufaktur Vollerberg bewahrte die althergebrachten Konzepte und ermöglicht unsere Stadt eine produktive wirtschaftliche Aktivität. So war es bis heute. Die Zukunft zeigt sich jedoch weit weniger rosig, aber sollte man sich über den wahrscheinlichen Aufkauf der Manufaktur durch einen amerikanischen Großkonzern freuen, verkauft Faller die Läden, damit nicht gleichzeitig auch seine Seele. Koschka, Geschenk der Solar. Ja, gut, das gibt jetzt irgendwie wenig Ausschluss, so wie ich schon vermutet habe. Das war jetzt irgendwie nicht so ganz der Plan. Das wollte ich eigentlich. Hier bestehen wir ja Ihnen, dass unsere Kunden die Universität. Das habe ich doch schon gelesen, oder? Ja. Okay. Also es gibt jetzt irgendwie nicht so wirklich viel Ausschluss. Also ich behaupte ganz fest, ich bin ganz fest der Meinung, dass ich noch ein weiteres Zahnrad brauche für diese Tür. Beziehungsweise irgendetwas brauche ich auf jeden Fall dafür. Oder ich, oder ich habe irgendwas, Hilfe und Optionen. So wird gespielt. Ja. Ja. Und du, wir können noch. Ja. Okay, gut. Also steuerungstechnisch habe ich nicht irgendwie was verpeilt, das mich jetzt auch gewundert hätte. Also irgendwie fehlt mir definitiv, also mir fehlt definitiv was, aber ich wüsste jetzt gar nicht wo. Ich bin doch eigentlich alles, was ich jetzt derzeit anlaufen kann, bin ich doch auch abgelaufen, oder? Also ja, hier kann ich noch irgendwas untersuchen, aber das ist ja, ne, haben wir ja schon. Oder kann ich da in irgendeiner Form irgendwas machen? Ich kann ja nicht mal sagen, der soll das mal da hinlegen oder sowas. Da geht ja gerade irgendwie nicht so viel. Er gibt mir auch keine neuen Infos. Ich bin es noch. Stimmt's? Einmal. Oder Fräulein Bob.
Automaten. Wirklich nett, alle diese kleinen mechanischen Roboter. Sie wagen es, die Vorarten. Was ist denn der Unterschied? Okay, da sagt auch keiner irgendwas. Wer war denn der junge Mann, der... Gott bewahr... Und was hat... Da kommt auch nichts Neues. Ist das? Wollen Sie... Da sein könnte, dass der mir sagt, wo ich den Jungen finde. Weil der weiß bestimmt eine Menge mehr. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich hier in Valladolid... Wir haben hier... Ja? Guten Tag. Mein Name ist... Aber sicher doch. Walker, Zimmer 6, erste Etage. Ich werde mich mal ein wenig in Valladolid... Ja. Ganz wie... Okay. Also irgendwie, ne? Nur beim Zimmer finde ich halt auch nichts, da war ich davon. Oder kann ich im Hotel noch oben irgendwo weiter rumgehen? Ne, in die Richtung kann ich gar nicht weitergehen. Und hier geht halt auch ausschließlich mein Zimmer. Gar nicht so einfach. Und in meinem Zimmer, so Koffer oder so, kann ich nicht irgendwie mal was reingucken oder mich schlafen legen, damit ich morgen auf den Friedhof oder was das war kann. Solche Dinge gibt's nicht, ne? Oder gibt's hier irgendwie eine Option? Nee. Hier gibt's auch kein Fax mehr oder sowas, ist ja wohl klar. Aber gut, an der Stelle würde ich auch mal wieder die nächste Folge beenden und sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns am Sonntag wieder. Bitte spoilert nicht in den Kommentaren oder sowas, weil ich nehme sowieso vor auf, sprich, also entweder kommen die Sachen sogar teilweise zu spät und ich möchte auch nicht gespoilert werden, weil ich meine Freude am Rätseln haben möchte. Aber ihr könnt gerne Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, zu anderen Sachen, die ihr vielleicht gerne verbessert haben möchtet, außer meiner Lesekunst, das ist mir schon klar. Ja, und ansonsten gerne Videos bewerten, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, Sonntag 14:30 Uhr hier wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer Nickeltube. Cheerio.